Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room for Old Sins. Ja, wollen wir doch mal gucken, was das Wasser so angerichtet hat hier. Okay. Aber jetzt. Runter mit dir. Einhaken. Aufdrehen. Und erstmal zudrehen. Ah, schau an. Jetzt müsste ja hier hinten das Zahnrädchen eigentlich hochgehen. Das da unten. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. So, das bleibt jetzt unten. Ah! Schau an, schau an. Wow. Kann es sein, dass ich das dann drehen muss? Dass ich das so hier machen muss? Also das würde mich nicht wundern. Ja, wer sagt's denn? Haha, geil. Und da ist das Safe offen. Ein Verbindungsstück. Yay. So, jetzt müssen wir die wieder nach oben drehen. Nach oben, habe ich gesagt. So, das Verbindungsstück. Das. Und das hier wieder aufschrauben. Clever gelöst. Also es ist bis jetzt besser als die anderen drei Teile, muss ich sagen. Und ja. Okay. Okay, der Raum ist jetzt auch dunkel, in den kommen wir tatsächlich nicht mehr rein. Zwei, vier, sechs, sieben Räume noch. Arbeitszimmer abgeschlossen. Natürlich weiter. Ich frage mich halt immer noch, ist das noch das Tutorial oder nicht? So, die hier. Wir haben einen Mond. Der hat nichts drauf.
Und ich glaube, ich weiß auch, wo der reinkommt. Denn wir haben doch hier unten eine Sonne. So. Wir haben ein Auge gefunden. Man mag es kaum glauben, aber wir haben ein Auge. Da ist auf jeden Fall was drinne. Aber wie kommen wir da ran? Wir setzen erstmal den sein Auge ein. Ach, da fehlt sogar noch was. Ja, okay. Okay. Also müssen wir ja doch irgendwas hier mit der Vase machen, aber was? Ich guck mir mal das Auge an. Ist nix. Nee, also da kann man nichts machen. Was haben wir denn hier drauf? Oh Gott, muss ich mir die Kacke merken, ne? Ich hoffe doch mal nicht. Nein, das wollte ich nicht. Hä? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. So wie dieses E-Mail-Fragment bemalt ist, sieht es fast wie Fleisch oder Muskeln aus. Ey, da willst du mich doch verarschen, dass das hier bei dem irgendwo hinkommt. Okay. Kann aber nichts damit machen. Ich kann halt auch nur dort oder im Gesicht ranzoomen. Wow. Wow. Na dann wollen wir mal ins Innere des des Köpfchens gehen. Okay, da gab es Ehestreit, so wie es aussieht. Eine Modellwetterfahne. Die kommt natürlich wieder draußen aus Puppenhäuschen. So. Und zwar einmal nach Süden drehen. So. Einmal nach. Na. Oder dahin. So, jetzt muss man gucken, wo hat sich Norden geöffnet?
Da. So, und jetzt noch nach Westen drehen. Da hat sich dort was geöffnet. Also so ein Rätsel im Real Life machen wäre bestimmt geil. Jo, wir haben den nächsten Raum. Yippie! Seezimmer! Nein, nicht raus! Ja, ich bin dämlich. So, erstmal wieder ins Büchlein gucken, damit ihr schlauen Köpfe was zu lesen habt. Ihr wisst Bescheid, wieder pausieren. So, wo müssen wir anfangen? Da ist ein Dreieck. Ja, wir fangen hier mal an, würde ich sagen. Das ist dann für die Küche. Lol, okay. Kann man das irgendwie... Nee, das muss man dann in der Küche machen. Okay, das haben wir. Funkgerät. Hat keinen Saft. Dann das hier. Ist das... Das ist doch nur ein ganz normales Fernrohr, würde ich sagen. Nee. Okay. Brauche ich wohl auch Munition? Kann ich mit dem irgendwas machen? Nö, anscheinend noch nicht. Dann auf zum Safe. Da fehlt was. Okay. Okay, auf der Rückseite ist auf jeden Fall was. Ich erkenne aber nichts. Okay, da muss irgendwas rein. Aber was? Wir müssen nochmal zur Küche zurück wegen dem Topf. Komm, dich kann man jetzt aufmachen. Hallo, ich hab dich doch abgeschraubt. Hä? Ich hab doch die Dinger. Warum geht das nicht? Lol, okay.
Hätte ich das doch hier oben machen müssen? Das wäre dann ein bisschen creepy. So. Wow. Dann machen wir das doch einfach mal so. Und einmal hoch mit dir, Decke. Hey, ein Kunstherz. Alles klar. Aber irgendwas ist hier noch zu machen. Wir haben da den Raum noch nicht abgeschlossen. Der Raum ist noch nicht abgeschlossen. Sonst würde der nämlich schwarz werden. Also irgendwas ist da noch drin. Jetzt überlege ich gerade. Kunstherz, Arbeitszimmer. War hier. So, das hat bestimmt eine Dreiecksform. Irgendwo. 2, 4, 6. Hat auf jeden Fall 6 Anschlüsse und einen Kreisböppel. Kann ich mit dem irgendwas machen? Nee. Okay. Was ist denn das da? Wow, okay. Ja. Und er hat einen kleinen, wie man sieht. Dreieck und Z. Ey, da war auch was. Ja. Also Dreieck. Und Z. Hä? Oder Dreieck und N, das kann es natürlich auch sein. Dann ist N dort. Aber hier ist noch so ein Dreieck drauf. Lul. Ach nee, hier. Da ist das N, genau. Ich muss halt tatsächlich hier alles abklappern, so wie es aussieht.
Falls ihr es piepen hört, hier unten fährt gerade ein Müllauto lang. Links unten E. Lass da und hier oben raten wir jetzt einfach mal. Fertig. Ja. So, ja, jetzt geht das los. Rein, raus, rein, raus, raus, rein. Okay. Nein! Ja. Ohne Worte. Also, rein, raus, rein, raus, raus, rein. Rein, raus, rein, raus, raus, rein. Und jetzt? Ah. Und jetzt? Irgendwas passiert doch gerade. Aber was? Hä? Hä? Ich höre zwar etwas. Aber ich sehe nicht, was passiert. Das auf die gleiche Länge bringen? Ich höre, dass irgendwas passiert. Ich weiß aber leider Gottes nicht was. Hinter der Schatulle im Seezimmer ist ein kleines Fenster, aber es ist schmutzig. Aha. Das heißt, ich brauche jetzt Putzlappen oder wie? Find mal hier eventuell einen Putzlappen. Wir schauen mal. Da ist keiner. Den Besen können wir immer noch nicht mitnehmen. Da ist nichts zu mitnehmen. Hier ist nichts zu mitnehmen. Also raus. Und nochmal auf ins Seezimmer.
Wenn ich das kleine Fenster sauber wische, kann ich den Mechanismus dahinter sehen. Ja. Aber wie sauber wischen? Wow. Ich das hier komplett rein machen? Ich hoffe mal nicht. Naja. So. Okay. Ein kleiner Propeller für das U-Boot. So. Okay. Müssen wir das jetzt zum Laufen bringen? Ein Metallruder. Okay. Okay, der muss irgendwas anheben. Der muss etwas anheben. Frage ist nur, was? Dorte hin. Ah ne, da ist ja ein Boot. So, und da hinten ist so ein Abbild. Lol. Okay. Ach komm schon, einmal klicken muss doch reichen. Jetzt versuchen wir das hier nochmal. So einfach kann's gehen. Und hier habt ihr wieder was zu lesen. Die nehmen wir mal mit. Okay, damit kann ich noch nichts machen, ne? Ach du. Bitte was? Okay, ich weiß nicht, für was das ist. Aber hier draußen haben wir irgendwas. Achso, wir sind ja gerade im Schiff, genau. Hm. Also irgendwo gibt es noch Koordinaten, die wir brauchen. Jetzt ist nur die Frage, wo?
Was passiert, wenn ich das jetzt so mache und nochmal reingehe? Wir aktivieren einfach nochmal den Spaß. Da hat er nichts. Okay. Da hat der nichts. Das geht einfach nicht. Mit dem Radio im Seezimmer fehlt etwas. Ja, gut. Dann gehen wir halt erstmal dahin. Da. So, wir haben so eine Vakuumröhre. Eine ist auf jeden Fall leer. Ach nee, die muss da oben hin. Yeah. Was? Oh, jetzt muss ich wieder hoch ins Zimmer. War das oben das? Nee, das war das hier. Weil irgendwas zu der Puppe jetzt gesagt wird. Okay, W85. W85. So, was sich aber hinter den Koordinaten verbirgt, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.